Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Widder. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Video teilen, wo wir für dich, für deine Energien oder wenn du eine Person vom Sternzeichen Widder kennst, mal herausfinden möchten, wovor solltest du dich in Acht nehmen, okay? Was ist der Warnsignal von dem Tarot für Sternzeichen Energien Widder? Einfach aus dem Grunde, viele fragen immer, Alena, kommt mein Ex-Partner zurück? Alena, was erwartet mich in der Liebe? Alena, ja, es ist alles schön und gut, aber Leute, wenn ihr eine gewisse Lernaufgabe nicht versteht, nicht zu Ende bringt, wenn ihr den Blick nicht nach innen richtet, wenn ihr euch nicht die Zeit und den Spielraum nehmt für euch selber, um anzukommen, kann sich langfristig nichts verändern. Weder zum Positiven, noch zu einer Erfüllung, noch zu einem Ankommen. Deswegen war es mir echt extrem wichtig, eine neue Serie rauszubringen für alle Sternzeichen, wo es darum geht, die Warnsignale, die dir gezeigt werden von der geistigen Welt, von deinem Körper, von der Außenwelt, einfach mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, okay? So, was ist der Warnhinweis, worauf sollte Sternzeichen Widder in der nächsten Zeit oder generell einfach mal so ein bisschen drauf achten? Guck mal, die wollte sich umdrehen. Ja, schau mal. Wir haben für einige Widder zu viel Chaos um sich herum oder in sich. Das gilt auch für die Witwer, das gilt auch für die Leute, die schon über 50, 60, 70 sind. Manchmal ist es so, dass wir als bewusste Menschen Dinge wahrnehmen, aber auch unsere Wahrnehmung täuschen lassen, weil wir einfach Dinge nicht erkennen möchten. Deswegen sind meine Videos, meine Stimme, meine Energie, meine Frequenz auch für dein Unterbewusstsein gedacht und gerichtet, um hier in dir drinne etwas zu aktivieren, was sich anfängt, visibel zu machen, was dir hilft, Dinge besser noch zu erkennen und vor allen Dingen zu lösen. Also nehmt diese Videos, die ich hier euch alle präsentiere, ja, die auch alle kostenlos sind hier auf dieser Plattform bei YouTube, ernst bzw. erlaubt euch einfach zu resonieren. Klar kann nicht jeder wieder in der gleichen Situation sein. Ja, es gibt Widder, die sind absolut im Ankommen, die sind absolut stabil, ein Herz auf euch, weil ihr macht alles genau richtig. Aber was ist mit diesen Widdern, mit diesen Energien, die einfach zu viel Belastung haben, ja, die auch spüren, dass sie vergangene Leben mit sich rumtragen, die karmatische Situationen noch nicht zu Ende gebracht haben? Was ist der Warnsignal? Das Warnsignal, der Wahnsinn, also der Hinweis vom Tarot, denkt dran, ich denke auf Spanisch, Leute, ja, heißt, gehe nicht zu unsagbar unachtsam mit dir selber um. Du bist einen Sprung davon entfernt, alles richtig zu machen. Du bist einen Sprung davon entfernt, deine Ängste zu überstehen. Du bist einen Sprung davon entfernt, beständig zu sein, dich selber zu verwirklichen und dann in einer Partnerschaft oder in deinem Job oder vielleicht auch mit einem neuen Menschen oder auch mit einer neuen Situation ehrlicher umzugehen. Innere Konflikte zu lösen. Wie löst man innere Konflikte? Indem man sich erstmal selber kennt. Ja, viele von euch werdet ihr unterdrückt von eurem Ego, von außenstehenden Personen, von Ängsten, von Erschöpfungen, ja, von Krankheiten, von impulsive Kontrolle, wo ihr zu sehr unter Kontrolle steht oder andere sehr kontrolliert oder euch selber kontrolliert. Wichtig ist, dass deine Tatenkraft, dein Kämpfergeist, deine Willensstärke, dein Durchsetzungsvermögen, deine Selbstbehauptung, von mir auch deine mutige Dynamik, die in dir ist, ans Licht gebracht wird. Vorsichtig sein, ja, dass zerstörerische Gedanken von dir, ausgelöst durch viele Situationen, dein Ego nähren. Aufpassen, nicht zu aggressiv zu sein. Aufpassen, nicht zu sehr auf Erfolg getrimmt zu sein und andere Bereiche deines Lebens nicht zu beachten. Vorsichtig auch, der Ehrgeiz kann zu einer Sucht werden. Ja, Gedankenkarusselle können zu einer Sucht werden. Jemanden hinterher zu dackeln kann zu einer Sucht werden. Schlaflosigkeit kann auch ganz viele Konflikte auslösen. Gehe nicht in den Kampfmodus, sondern gehe in die Leichtigkeit, gehe in die Meditation, um dich erstmal kennenzulernen, um dich mit dir selber zu beschäftigen, um erstmal dich mit dir selber zu befinden, in einer Frequenz, wo die Mutenergie rauskommt, wo die Leidenschaft noch mehr ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, wo die siegende Energie des Erfolges, der Liebe, der romantischen Zeiten
gekommen ist oder kommen darf, sofern du bereit bist, dein Leben aus einer anderen Sicht zu sehen, dein Leben dazu zu richten oder zu führen, dass deine Kraft die Quelle deines Erfolges ist. Dass diese nächste Lebensphase, die dich eigentlich erwartet, die sehr positiv ist, eine Phase ist, wo du neue Zeiten genießen kannst, aber den Blick erstmal nach innen richten solltest, zu sagen, wer bin ich? Was darf ich heilen? Wovor flüchte ich? Wovor habe ich Angst? Wovon lasse ich mich unterdrücken? Ja? Wo ist meine Bestimmung eigentlich? Worin liegt meine Bestimmung eigentlich? Wieso als Witwer oder als ältere Generation, ja, komme ich nicht an den Punkt, die Vergangenheit zurückzulassen? Was ist das, was wirklich meine Heilung, meine Erfolg, Welle sozusagen, ja, meine Göttlichkeit blockiert? Es ist eine Unterdrückung. Irgendwann hast du etwas erlebt oder erlebst gerade etwas, was du nicht äußern kannst, was nicht bewusst ist. Innere Konflikte führen nicht nur zu Depressionen, sondern führen auch dazu, das Leben nicht so zu genießen, wie es sein soll. Bedarf Geduld. Alles bedarf Geduld. Geduld ist der Schlüssel von allem. Raus aus toxischen Beziehungen, raus aus Anhaftungen von der Vergangenheit, raus aus Misstrauen, raus aus Unterdrückungen, raus aus emotionalen Fesseln, raus aus allem, was toxisch ist, damit der Augenblick, in dem du dich befindest und du Ja zu dir selber sagst, Ja zu deinem Leben sagst, Ja zu einer Schwangerschaft, zu einer neuen Liebe, zu was auch immer, eine Reise, eine Erfahrung mit einem Abenteuer verbunden ist. Das heißt, wir lernen etwas neu kennen. Du wirst viel intensiver die Sachen fühlen, die Sachen spüren, die Sachen wahrnehmen, wenn du den Moment der Ruhe genießt, wenn du den Moment in dir selber erkennst, deine Gefühle, deine Gedanken zum Schweigen zu bringen und dich und die geistige Welt darum bittest, alles in dir drinne visibel zu machen, sichtbar zu machen und nicht mehr zu flüchten, nicht mehr dich erniedrigen zu lassen. Ja, für die Menschen, die in der Situation sind, denk dran, diese Legung kann nicht für alle sein. Aber wir gehen heute hin und sagen, wovor sollst du aufpassen? Höre auf zu kämpfen, sondern setze dich nur noch ein. Höre auf, jemanden zu verurteilen, sondern lasse einfach jeden Mensch so sein, wie er ist. Höre auf, etwas zu verwirklichen, was kein Hand und Fuß hat, sondern traue einfach, dich selber dir neue Ziele zu setzen. Geborgenheit darf gefühlt werden, Sicherheit darf gefühlt werden, weil Widder ist nur ein Katzensprung davon entfernt, in seiner Vollendung zu kommen oder in seiner Vollendung neue Wege noch zu genießen. Aber die Vorsichtsmaßnahme ist hier, vorsichtig mit allen toxischen Energien. Hast du Kontakt zur geistigen Welt? Hast du auch Kontakt mit Energien, die nicht gerade gesund sind? Ja, es gibt verstorbene Seelen, es gibt geistliche, also Geister sagen viele, aber es sind halt einfach verstorbene Seelen, die nicht ganz koscher sind. Vorsichtig damit, okay, die können dir echt schaden. Für die Leute, die halt schon sehr aufgestiegen sind, die sehr hochsensibel sind, die halt einfach auch Jenseitskontakte haben, okay? Vorsichtig damit, euch nicht zu weit auf dem Fenster zu lehnen, aber auch vorsichtig mit Ritualen, vorsichtig mit Bindungszaubern, vorsichtig mit dem zu sein, was ihr euch wünscht, was ihr ans Universum aussendet, weil das, was du dir wünschst, wird irgendwann eintreffen, aber wenn du nicht die richtigen Worte benutzt, wenn du nicht genau weißt, was du wirklich möchtest, kann es hier zu einem großen Konflikt kommen. Die Zeit ist gekommen für Romantik, für Liebe, für dich selber den Spielraum zu nehmen, nicht nur ein Zuschauer zu sein, sondern aktiv wirklich all deine Reserven rauszuhauen und in die Heilung zu gehen. Schau mal, hier sagt das Tarot, achte auf deine Träume. Das Wohlbefinden für alle anderen Menschen ist super toll, aber an erster Stelle stehst du, weil dich erwartet ein wunderschönes neues Abenteuer, ja, was vielleicht ein bisschen mit Geduld ja vorher genährt werden darf, aber wo alle Kämpfe aufgehört werden, wo eine Intensivität zu spüren ist, das heißt eine besondere Kraft, eine besondere Energie, wo der Augenblick einfach immer schöner wird, in dich selber die Farbe zu fühlen, zu riechen, zu genießen und vor allen Dingen den Weg zu gehen, der dich wirklich erfüllt und dir die Freude macht. Trau dich also, ja. Für viele gibt es die Zahlen 8, die Zahl 2, die Zahl 7, die Zahl 1, die Zahl 11, die 23, die 39, 52, 57,
68, 74 und die 13. Okay? Widder, wir wollen auch noch schnell ein paar Buchstaben ziehen. Also hüte dich wirklich, immer wieder auf die Nase zu fallen. Hüte dich auch wirklich, nicht ausdauernd zu sein. Hüte dich wirklich davon, deine Reserven auszunutzen. Okay? Und dich einfach zur Erschöpfung zu bringen. Nimm dir Zeit für dich wieder, ganz einfach. Buchstabe F, L, S, W, M, N, R, Q, U, A und V. Wenn Zahlen und Buchstaben nicht harmonieren, keine Paras schieben, dann ist es für jemand anderen. Widder, ich wünsche dir alles Liebe. Lass deinen Kommentar hinter dieses Video. Denk dran, es geht auch viel um dein Unterbewusstsein. Wenn du mit dieser Legung nichts anfangen kannst, ist es gar nicht so schlimm. Aber eine neue Lebensphase, wo du dich verwirklichen kannst, steht vor der Türe. Halte den Blick nach innen. Hüte dich wirklich vor ganz vielen alten Strukturen, vor Familienmitgliedern, die toxisch sind, Partner, die toxisch sind, dein Ego, deine Ängste. Also frag mich auch für eine private Legung oder für eine zielorientierte Therapie. Einen einzigen Termin habe ich noch für September frei. Sprech mich an per WhatsApp, ja, und ich gebe dir gerne die Hilfestellung, die es bedarf, damit du wirklich mit beiden Beinen wieder auf dem Boden stehen kannst. Widder, ich wünsche dir alles Liebe. Danke für deine Likes, für deine Abos und fühle dich immer herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Bis dahin, alles Liebe. Bye.